Minute für die Opfer von Krieg und Vertreibung ab. Wir halten eine Schweigeminute aus einem einfachen Grund ab. Wir waren selbst mal diese Opfer. Danke. Ausgehen. Genau aus diesem Grund werden wir das Ganze natürlich auch als Protest veranstalten und gemeinsam zur Kundgebungsfläche hoch auf den Freiburgplatz gehen. Hallo, liebe Plaunerinnen und Plauner, wertgeschätzte Menschen aus dem Vogtland, ob von nah, ob fern. Ich bedanke mich, denke ich, im Namen aller, die diesen Tag versucht haben, heute hier möglich zu machen, für die zahlreiche Teilnahme. Ihr seid geil! Ehrlich, das Herz hier ist schon ein bisschen angegriffen jetzt gerade. Die Frage ist sehr berechtigt, alleine schon durch die vorangegangene Berichterstattung, die jetzt unglücklich, wie wir finden, zustande gekommen ist, aber am Ende, ja, sehr viele von euch offenkundig entweder nicht gestört haben oder doch aufgefordert haben, zu sagen, nee. Das sind wir nicht, das wollen wir nicht. Wir sind anders, denn wir sind Plauen, wir sind das Vogtland. Ganz kurz zur Einleitung, auf die Frage hinweg, wer ich bin. Ich bin auf jeden Fall nicht der beste Sohn gewesen. Ein kleines Zitat von einer wunderbaren Band, die ich über alles liebe.
Und ich muss es so sagen, mein Weg hierher zu einem so glühenden und überzeugten Anhänger und Streiter für Demokratie, ja, der ist lang und der war steinig gewesen. Ich habe mir so oft paar eine eingefangen, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen. Vor allen Dingen, weil ich manchmal mit ziemlich verqueren Sachen auch dabei gekommen bin. Ihr wisst, wie das ist. Von 15 bis 25 denken meistens nicht alle komplett mit dem kompletten Hirn, wie man so schön sagt. Und junge Kerle sind jetzt nur nicht wirklich das Aushängeschild immer für Mäßigung. Ja? Also, um es kurz zu sagen, der Mensch, der hier vor euch steht, ist einer der Mitbegründer des Forums für Demokratie und Freiheit. Er ist der Mensch, der zusammen mit denen, die wir hier sind, ein neues Wir wollte. Und ja, es ist noch kein fest eingetragener Verein und mir ist klar, dass eine lose Verbindung, eine Gruppe, hauptsächlich bestehend aus einer Internetrepräsentanz von 1200 Mitgliedern via Facebook, jetzt nicht die Repräsentanz innerhalb unserer Gesellschaft darstellen, aber es ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam eins eint. Und das sagt das Logo. Demokratie und Freiheit. Hallo, mein Name ist Maureen Türmler. Ich bin 41 Jahre, alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Ich bin Vollzeit berufstätig, bin Mitglied im Forum für Freiheit und Demokratie. Und habe diese Veranstaltung mitorganisiert. Und ich möchte behaupten, ich bin eine von euch. Eigentlich würde ich diesen letzten Tag der Ferien gerne mit meinen Kindern und mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen. Und genau wegen all diesen Menschen stehe ich heute hier, zusammen mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit meiner Familie und mit euch. Und dafür danke ich jedem Einzelnen. Wir stehen heute hier, weil uns allen das Wasser bis zum Hals steht. Und zu sagen, ich mache mir große Sorgen um unsere Zukunft, das wäre einfach zu lasch ausgedrückt. Ganz ehrlich, ich habe eine Scheißangst vor dem, was vor uns liegt und vor dem, was uns droht. Die Regierung, die wir angeblich gewählt haben, die hat einen Eid geschworen und dieser Eid lautet wie folgt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Und so komme ich nun nicht umhin, mich zu fragen, hilft Ihnen Gott nicht oder ist es Ihnen einfach scheißegal, was Sie da geschworen haben? Diese Regierung kümmert sich weder um unser Wohl, noch wendet es Schaden von uns ab, denn das genaue Gegenteil ist der Fall. Während Familien, Alleinstehende, Alte, der komplette Mittelstand am Rande des Abgrunds stehen, kümmert man sich um die halbe Welt und um das Klima und versucht mittels Sanktionen, Geld und Waffenlieferungen den Krieg zu beenden. Sanktionen gegen Russland schaden jedoch nur uns. Niemand sonst, ganz im Gegenteil. Andere Länder profitieren königlich von dem, was aus Bösartigkeit oder aus Dummheit entschieden wurde. Unsere Bauern werden regelrecht mit Füßen getreten durch Gesetze und Regelungen, die einfach nicht zu erfüllen sind. Wir leben in einem Land, in dem es Kindern verboten ist, sich an Fasching als Indianer zu verkleiden. Jedoch haben sie im Gegenzug jetzt das Recht, ab dem 14. Lebensjahr
jährlich ihr Geschlecht zu ändern. Vielen Dank! Wir leben in einem Land, das unter dem Deckmantel der Demokratie Millionen Euro, und das sind unsere Steuergelder, an alle und an jeden verschenkt, während jetzt schon viele kaum noch von ihrem Geld gut leben können. Wir leben in einem Land, in dem es möglich ist, sich an 47 Millionen Euro und deren Verbleib nicht mehr zu erinnern. Wir leben aber Gott sei Dank auch in einem Land, in dem sich erneut überall wieder Widerstand regt. Und auch wenn es nur spärlich oder kaum darüber berichtet wird, es geschieht. Und es geschieht nicht nur hier und es geschieht nicht nur im Osten, es geschieht in unserem ganzen Land. Und genau so muss es sein. Wir haben lange genug geschwiegen. Wir haben viel zu lange zugesehen, wie die Regierung unser Land sukzessive gegen die Wand fährt. Ich habe kein Patentrezept. Habe ich nicht. Aber ich sage trotzdem, es reicht und wir brauchen Veränderung. Und wir brauchen wieder Mut und Stärke, Sicherheit und Vertrauen. Und das vor allem erst einmal in uns selbst. Seid mutig, steht auf. Sagt, was ihr denkt, kämpft für eure Zukunft. Kämpft friedlich, aber kämpft. Wie oft habe ich schon gehört, ich habe Angst um meinen Job, ich habe Angst, was mein Chef sagt oder was andere von mir denken. Angst, dass ich in irgendeiner Art und Weise Ärger bekomme, wenn ich meine Meinung kundtue. Ich kann das grundlegend nachvollziehen. Diese Ängste, die stecken in jedem von uns und wurden in den letzten Jahrzehnten geschürt. Ich habe auch Ängste, aktuell sogar sehr viele. Die größte Angst, die ich allerdings habe, ist, dass wir in dieser Angst erstarren und blindlings und ohne Gegenwehr in eine Zukunft laufen, die nicht lebenswert ist, die nicht freiheitlich, nicht demokratisch und nicht friedlich ist. Wir alle, wie wir hier stehen und auch jeder sonst, jeder Mensch hat es verdient, von seinem hart erarbeiteten Geld gut und glücklich zu leben. Unsere Kinder haben es verdammt noch einmal verdient, glücklich und in Frieden aufzuwachsen. Was wir allerdings nicht verdient haben, ist es zu frieren. Auch nicht für den Frieden. Denn würde Frieren tatsächlich Kriege beenden, dann könnten wir durchaus darüber nachdenken. Das tut es aber nicht. Und auch, dass ich aktuell doppelt so viel bezahle, um einen Diesel voll zu tanken, beendet keinen Krieg. Und man glaubt es kaum, auch wenn keiner nach 22 Uhr mehr Strom verbraucht, beendet auch das keinen Krieg. Allerdings die Lebensdauer der teuer eingekauften Lebensmittel im Kühlschrank schon. Wie also gehen wir mit dieser Problematik um? Welche Schlüsse ziehen wir aus den von der sogenannten Regierung, die für uns arbeiten sollte, beschlossenen Gesetzen, Regelungen, Anweisungen und ungefragten und wirklich selten dummen Vorschlägen? Wir brauchen Lösungsansätze und diese finden bzw. erarbeiten wir uns nur gemeinsam. Wir müssen mehr tun. Wir müssen mehr tun, als nur auf die Straße zu gehen. Die da oben sollen jeden Tag und jede Stunde wissen, dass wir dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Sie müssen wissen. Sie müssen wissen, dass wir nicht mehr bereit sind, uns schröpfen zu lassen und auf immer mehr und mehr zu verzichten. Sie sollen wissen, dass wir dem ein Ende setzen werden.
Schreibt Briefe, E-Mails, ruft die an. Wenn ihr könnt und wollt, zeigt sie an. Gründe dafür gibt es mehr als genug. Macht eurem Unmut Luft, haltet euch nicht mehr zurück. Was auch immer euch einfällt, welche Ideen auch immer ihr habt, teilt sie mit euren Mitmenschen. Und wenn es sinnhaft erscheint, dann tut es. Geht es gemeinsam an. Lasst euch nicht mehr abschrecken, habt keine Angst. Aber handelt stets bedacht und gewaltfrei. Seid immer gut informiert und organisiert. Macht euch Gedanken. Denkt. Schaut euren Nebenmann an. Seht eure Mitmenschen. Seht eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen. Seht eure Familie, eure Freunde. Schaut, wie es ihnen geht und ob jemand Hilfe braucht. Und wenn, dann helft. Unterstützt die Unternehmen unserer Region. Und verdammt nochmal, unterstützt unsere Bauern. Die Regierung unseres Landes ist meiner Meinung nach nicht mehr tragbar. Sie verfehlt ihren Auftrag in vollem Umfang. Es ist schlimm genug, dass wir sie bis jetzt haben machen lassen. Unsere einst so blühende Wirtschaft geht den Bach hinunter. Von unserem Bildungs- und Gesundheitssystem möchte ich nicht erst anfangen. Und dann noch diese kranken oder auch perversen Ideologien der Grünen. Für mich einfach nicht akzeptabel. Das erste Ansinnen der Grünen damals war die Legalisierung von Sex zwischen Kindern und Erwachsenen, solange dieser gewaltfrei und im gegenseitigen Einverständnis stattfindet. Geht's noch? Kinder sind Kinder, um Kinder zu sein, um nicht, um mit Erwachsenen Sex zu haben. Der nächste Punkt, die detailgetreue Aufklärung schon an der Kita mittels Puppen zum Anfassen und Fühlen. Was soll das? Kinder fangen von ganz alleine an, sich für ihren eigenen Körper und das andere Geschlecht, also das zweite, zu interessieren. Ein vierjähriges Kind muss und soll nicht wissen, was Analsex ist und wie dieser funktioniert. Geschlechtsneutralität. Es gibt mittlerweile Kinder mit drei Vornamen. Einem männlichen, einem weiblichen und einem non-binären. Aus dem Grund, damit sie sich irgendwann mal selbst entscheiden können, was sie sein wollen. Aber diese Kinder werden aufgezogen von Menschen, die selbst nicht wissen oder nicht wollen, was und wer sie sind. Und Kinder lernen durch Nachahmung. Und ich für meinen Teil, ich bleibe die Mutter meiner Kinder und nicht nur das Elternteil. Väter sind und bleiben Väter und das ist gut so. Eine Frau stillt ihr Kind mit Muttermilch. Das war schon immer so und wird auch immer sein. Und eine schwangere Frau bleibt für mich immer eine schwangere Frau und ist kein austragendes oder gebärendes Elternteil. Ich hatte vorhin schon mal kurz das Thema Herr Scholz angesprochen. Dieser Mann leidet entweder an starker Demenz oder lügt eiskalt zum Verbleib von 47 Millionen Euro. Der Herr Habeck schrieb in seinem Buch Patriotismus, ein linkes Plädoyer,
Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen. Die gute Frau Baerbock hat zwar überall mal versucht zu studieren, aber so viel ist ja nicht dabei herausgekommen. Aber wie auch! Wie auch, diese Frau spricht ja nicht mal eine Sprache fließend. Unsere Verteidigungsministerin Frau Lamprecht schreckt die Armeen anderer Länder wahrscheinlich mit ihren bunten Strickkleidern ab. Das wirre Gestammel von einem Herrn Lauterbach, seine krankhaften Aussagen, sein Hin- und Herbiegen von Statistiken, um immer weiter Angst und Panik zu schüren. Und ich dachte, der Spahn war schlimm. Und Ricarda Lang kämpft im Bundestag. Ricarda Lang kämpft im Bundestag unter anderem gegen Themen wie Fett oder Bodyshaming und dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Was sollen, können oder noch viel wichtiger, was wollen solche Leute denn überhaupt für uns tun? Sie sind so weit weg von uns. Sie wissen nicht, wie es ist, am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig zu haben. Und sie wissen auch nicht, wie viele von uns vor Sorge nachts nicht schlafen können. Und sie wollen es auch nicht wissen. Die aktuelle Bundesregierung arbeitet nicht für uns, sie erfüllt nicht ihren Eid und sie kommt ihrer Pflicht nicht nach. Und das muss Konsequenzen haben. Es geht hier um unser Leben und wir alle haben nur eins. Und es geht um unseren Wohlstand und um unser Land und um unsere Zukunft und um unsere Kinder. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Worte übrig für die Frau Nancy Dietrich von der Presse. Ja. Lügenpresse! Schämen Sie sich! Schämen Sie sich für den jämmerlichen Versuch, uns vom Forum für Demokratie und Freiheit und alle Menschen, die hier heute gemeinschaftlich zusammenstehen, bereit für ein besseres Leben einzustehen, bereits im Vorfeld zu diskreditieren und zu diskriminieren und uns in Verbindung mit rechtsextremistischen Gedanken gut zu bringen. Denn dafür stehen wir ganz definitiv nicht. Dankeschön. Wer auch immer bereits einen vielleicht ähnlich gearteten oder guten Vorschlag zu den von uns erbrachten 21 Thesen
wir erinnern uns, mitbringen kann, soll sie uns vortragen. Aber erinnert euch an das Jahr 1989. Denn so fing's dort an. Als ihr, die Generation meiner Eltern, zusammengekommen seid, um mutig vorwärts zu schreiten. Damals habt ihr gemeinsam die Lösungen, eure Lösungen, wie ihr sie gesehen habt, erörtert. Deswegen ist es eine Versammlung geworden im Übrigen, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, wenn Fußballvereine Versammlungen abhalten. Spricht auch nicht nur der Cheftrainer, sondern es wäre cool, wenn jeder von euch der Innovation, Integrität und das, wofür die Demokratie in diesem Land steht, hiermit verkünden kann, damit wir etwas von diesem Tag mitnehmen. Nämlich das, was wir vielleicht auch bereits jetzt schon sagen können, was wir wollen und nicht nur, was wir nicht wollen. Der soll es doch bitte hier uns gleich tun. Sagt es uns, verkündet es uns, weil es ist gar nicht weiter tragisch. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn selbst wenn nicht alles passt, das ist das Gute an einer Demokratie, man hält es aus. Die Tage von 1989, 32 Jahre ist es her, und ich, wir alle mussten unseren Weg finden. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir vor dem Scheideweg stehen. Tatsächlich vor einer Zeitenwende. Praktisch gesehen in Geiselhaft genommen von unverantwortungsvollen Politikern, von Hasardeuren, profitgierigen... Ich will niemanden beleidigen, weil dazu rufe ich im Internet auch immer auf. Ich kann niemanden beleidigen, ich möchte es auch nicht. Wenn Gier Hirn frisst, haben wir das Volk verloren. Und so gerne ich darauf eingehen würde, auf jeden einzelnen Punkt dieser 21 Thesen, die wir als wahrliches kleines Werkzeug euch erstmal an die Seite stellen wollten, etwas aufbieten wollten, worüber wir vielleicht verhandeln können, ja, dann ist das ein Versuch gewesen, eines Demokraten vorzustellen, wie man gemeinsam Zukunft angehen kann. Dass wir darüber kontrovers sogar streiten müssen, das gehört zum demokratischen Willensgebungsprozess auch in der jetzt gegebenen politischen Form. Aber genug davon, denn ich möchte jetzt für euch, wir, einmal nur die fünf wichtigsten Sachen zusammenfassen. Die sofortige Beendigung von Krieg, der von deutschem Boden ausgeht. Es ist nämlich legitim, dass jede Frau hier, jedes Kind, jeder Mann das im Übrigen fordern darf. Ich frage euch jetzt, hä? Ja, im 2+4-Vertrag, ja, wer in der Geschichte ein bisschen aufgepasst hat, ein schickes Formular, nein, ein internationaler gültiger Vertrag. Ja, Völkerrecht ist das. Und da steht ganz klar drin, von deutschem Boden solle nie wieder Krieg ausgehen. Eine Sonderklausel vorhanden, die diesen Satz aufweicht. Aber ein bisschen Krieg geht schon. Da steht nicht drin, schwere Waffen, völlig in Ordnung. Nein, da steht nichts von alledem. Ihr könnt es nachlesen. Das internationale Völkerrecht kennt nämlich nicht ein bisschen. Oder das ist eben so, Herr Habeck. Und obwohl ich mich bemühen wollte, heute keine Worte besonderer Verachtung zum Ausdruck zu bringen, so brandmarke ich einen von den unseren hier. Den ehemaligen Bundespräsidenten Gauck.
nur aus einem Grund. Wenn Bauern, Friedensaktivisten, Gewerkschafter in den Niederlanden um die Existenz der Niederlande kämpfen und wir, die wir dasselbe wollen, ein Recht auf Zukunft, auf Frieden, auf Freiheit und die Wahrung unserer Demokratie in Europa und in Deutschland, uns dann als bösartige Demagogen, Anhänger angeblichen Reichsbürgergedankentums und anderer angeblicher extremistischer Ansätze zu diffamieren, dann, meine lieben Mitmenschen, leben wir wahrlich im besten Deutschland aller Zeiten. Und ich bleibe europäisch, weil der Frieden, die Freiheit, Einheit, Gleichheit und Gerechtigkeit in unserem Land gegen das illegale Auspressen von Geld, das keiner mehr von uns hat, gegen Hetze, gegen ein ganzes Volk oder ganze Völkerstämme, wie wir es die letzten Jahre und Jahrzehnte erlebt haben, das ist nämlich kein einmaliger Vorgang. Heute ist es Russland, gestern waren es komischerweise fast 50% der islamischen Gemeinschaft dieser Welt. Erinnert euch daran, Feindbilder werden immer wieder neu definiert, wie es gerade gebraucht wird. Und wenn es ihnen passt, werdet ihr morgen schon gegen einen europäischen Nachbarn ziehen, der gestern noch EU-Mitglied war. Und aus dem Desaster dessen, was wir in Europa erleben, ist die Politik gestrickt, die uns heute einhüllt. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, der größte Witz daran ist, dass wir denken, es ist ein Problem, das uns jetzt hier gerade auf Ebene unserer Republik trifft. Das stimmt nicht. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit so vielen Menschen aus ganz Europa gesprochen. Die Schweden wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ihre lang gehegte Neutralität soll ihnen geraubt werden. Die Niederlande, einer der größten Obst- und Gemüselieferanten, steht kurz davor, alles zu verlieren. Und im Übrigen, das haben sie gemeinsam mit unseren Bauern hier. Und wer es nicht weiß, weil ihr in der Stadt aufgewachsen seid, weil ihr vielleicht mit dem Leben auf dem Dorf nichts gemein habt, gehen die hier vor die Hunde. Gehen wir alle vor die Hunde. Und genau aus diesem einen einzigen Grund, Herr Gauck bin ich, sind wir, die Mehrheit hoffe ich, des gesamten deutschen Volkes nicht der Meinung, dass es sich noch lohnt, wegen eurer Politik auf irgendetwas zu verzichten. Ich möchte in guter demokratischer Manie also jetzt mit euch eine kleine Abstimmung abhalten. Wollen wir das mal probieren? Cool. Erstens, wollen wir uns solidarisieren mit unseren Bauern, mit den Menschen in Europa, die bereits eben für dieselben Werte kämpfen wie wir? Ja! Sind wir bereit zur Verteidigung der 2+4-Verträge, geschlossen mit Russland eben auch, dem Volk, das 27 Millionen Todesopfer rund zu beklagen hatte im Zweiten Weltkrieg, die jetzt wieder mit einer Kriegsrhetorik bedroht und angegangen werden, wie wir das aus den schlimmsten Zeiten unserer Nation erlebt haben. Wollen wir also genau das verhindern? Sehen Sie mal, Frau Baerbock, Mehrheitsbeschlüsse sind relativ einfach zu fassen, wenn man so klar formuliert. Das Dritte ist, und das ist mir sehr wichtig,
wollen wir geschlossen in gemeinsamen Verhandlungen, Gesprächen mit den Menschen, die wir heute auch hier eingeladen haben, den ehrenamtlich Tätigen als Stadtrat, Kreistag, auch weiterhin versuchen, Gesprächsangebote zu erarbeiten, mit ihnen gemeinsam eine regionale Lösung zu dem zu finden, was wir eventuell jetzt über den Winter abzufedern haben. Denn ich denke, keiner von uns will den sozialen Frieden und den Zusammenhalt in unserer Stadt und hier im Vogtland gefährden. Also wollen wir das tun? Die viele Sache und die macht mich sehr betroffen. Wenn wir uns entschließen, das auf regionaler Ebene umzusetzen, muss uns eins bewusst sein. Wir haben noch so viel mehr auszuhalten. Ihr, die ihr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in großer Zahl seid, tut euch dasselbe an wie ich in den letzten Wochen. Fragt mal euren Chef, wie es wirklich weitergeht. Meiner ist ehrlich gesagt fassungs- und sprachlos. Ich bin Kraftfahrer. Ja, die Dödel auf der Autobahn, die immer mal gerne auch sinnlos im Weg rumstehen. Aber nein, das wichtigste Gut unserer Nation, denn alles rollt über die Straße. Ja, wir sind nicht da, dass die Eisenbahn uns alles bringt, denn die Eisenbahn bringt es euch leider auch nicht in den Laden. Ja. Ich bin Kraftfahrer und spreche, glaube ich, für ganz viele Trucker, für ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Transport- und Logistikbranche. Wir haben es satt. Wir können nicht mehr. Wir können nicht noch billiger arbeiten. Der Tank ist leer und der Monat noch so schwer. Und demzufolge muss ich euch jetzt fragen, wollen wir uns gemeinsam mit den anderen auch organisieren? Das heißt, zugehen auf unsere Betriebsräte, auf die Gewerkschaften und mit ihnen gemeinsam ein Konzept ausarbeiten, das tatsächlich vom Volk und das heißt von euch, dem Souverän, getragen ist, um den Menschen dort oben, die der Meinung sind, sie würden für uns sprechen, klar zu sagen, was sie in Zukunft nicht mehr zu tun haben. Wollen wir das tun oder nicht? Und dann kommt es zum Letzten. Möchtet ihr, dass wir hier weiter wir sind? Das heißt, wir uns jetzt öfter sehen, meine lieben Menschen? Wahnsinn. Da haben sie uns letztens noch erzählt, es gibt keine Demokraten mehr. Ich sehe einen Haufen. Wahnsinn. Ich versuche jetzt noch einen kleinen europäischen Spagat zu betreiben, um euch noch mal ganz kurz auch aufmerksam zu machen auf das Mindeste, was um uns herum geschieht. Schweden hatte ich schon mal kurz angesprochen. Die Niederlande. Aber das ist kein Phänomen mehr. Ein leiser Windhauch geht um. Er berührt die Menschen mittlerweile spürbar, mit einer Intensität und Energie in Italien, wie es in den letzten 40 Jahren nie gewesen ist. In Großbritannien munkeln die Menschen, die da in Schottland leben, wir wollen vielleicht doch nochmal ein neues Referendum. Ihr seid also nicht allein. Die Brüder und Schwestern der Gemeinschaft der Völker Europas haben alle dieselben Sorgen und Nöte wie ihr.
Ihnen steht allen das Wasser bis zum Hals, weil Sie wie wir, und jetzt nochmal, lieber Herr Gauck, zur letzten Finanz- und Wirtschaftskrise fast alles verloren haben. Und es waren nicht nur Menschen in Deutschland, die auf 40% teilweise ihre Lohn- und Gehaltsleistung verzichtet haben, um ihre Betriebe zu retten. Nein, das waren Europäer, deren Renten flöten gegangen sind, Altersvorsorge, Häuser, Obdachlosigkeit en masse durch Spekulanten, finanzfaschistoide Mafiosis, die jederzeit auf euch und eure Rechte im wahrsten Sinne des Wortes scheißen würden, wenn es ihnen nur noch einen Scheißdollar mehr einbringt. Und wenn die jetzt sagen, Mensch, Dave, bleib doch mal nüchtern, das bin ich. Die Wochen und Monate im Gespräch mit anderen glühenden Demokraten und Europäern haben mir genau das gezeigt. Das sind Botschaften, die ich euch übermittle aus der Tschechischen Republik, aus Ungarn. Ja, genau, die Ungarn, die Menschen, die sich seinerzeit 89 mit uns kernsolidarisch gezeigt haben, die denselben Kampf gefochten haben wie wir hier in den neuen Bundesländern. Das sind Botschaften, sie stammen aus Schweden, sie stammen von der Insel, sie stammen aus Irland, wo selbst der einfache Bauer keinerlei Entlastung bekommt, während Google dort praktisch gesehen steuerfrei einfach mal die nächste Schaumparty anstimmt. Es wird noch perverser. Während jeder einzelne von euch quasi dauerhaft mit Endlosschleife beschallt wird, worauf es sich lohnt zu verzichten und worauf doch bitte geschissen sein soll, weil, ich zitiere den Herrn Habeck, das ist eben jetzt so, ja, findet in Brüssel quasi die größte Selbstbeweihräucherungsparty seit der Papstwahl statt. Lass es sacken, alles gut. Fakt ist, was wir erleben ist, dass von Brüssel aus das, was uns vorgeworfen wird, tatsächlich schon zelebriert wird. Autokratie wird initialisiert und installiert in fast alle nationalen Systeme der EU-Mitgliedstaaten. Es ist fast schon alltäglich gelebter, ja, Extremismus gegen die eigene Bevölkerung. Und um nun zum Ende zu kommen, bitte ich euch, wer auch immer noch etwas sagen kann, um einen erhellenden Gedanken für uns hier mitzuerbringen, der möge bitte vortreten. Wirklich. Ich möchte begrüßen. Ah, stell dich selber vor, komm hoch, mein Großer. Im Übrigen, danke. Und habt ein Herz für eure Mitmenschen. Ja, vielen Dank. Also es freut mich total, dass ihr das hier organisiert habt und dass ihr so viele hier seid. Ich bin normalerweise so der ruhige Typ. Deshalb kriege ich auch permanent viele, viele Fragezeichen in den Kopf. Habt ihr euch das mal angehört, was der Herr Lindner gesagt hat und gelesen? Der möchte also schauen, dass er wie eine Art Finanzpolizei etablieren will. Er will also ein neues Amt machen. Er will der Spur des Geldes folgen. Herr Lindner, super Idee. Ich hätte sofort eine Idee. Wir könnten erstmal anfangen bei den Banken. Wir hatten die ja mal gerettet. Ne? Und ihr wisst ja, alleine die Commerzbank, nachdem wir die gerettet hatten, waren die auf einmal richtig schön in den schwarzen Zahlen. Können wir vielleicht doch mal der Spur des Geldes folgen? Wäre super. Das Zweite, es wird ein Krieg gemacht. Kriege werden immer gemacht. Kriege entstehen nicht zufällig. Nie. Und Kriege haben immer Profiteure. Können wir bitte mal der Spur des Geldes folgen? Jetzt auch. Und wir können ja wahllos Beispiele herausgreifen. Gasumlage, schauen wir uns das mal an. Wir sind das einzige Land weltweit, das eine Gasumlage hat. Ich meine, normalerweise hätten wir einfach Preise erhöht. Wahrscheinlich ist das ist zu profan. Man muss eine Gasumlage machen, damit man schön Geld abschöpfen kann.
Bitte mal, Herr Lindner, der Spur des Geldes folgen. Wer kriegt jetzt bitte schön das ganze Geld? Wäre hochinteressant, wäre sehr spannend. Danke, Herr Lindner. So, und da ja in der letzten Zeit so wahnsinnig viel Angst gemacht wurde auf den Winter hin, was alles passiert und dass wir jetzt die Temperaturen absenken müssen und was weiß ich, wäre es ja durchaus mal interessant nachzufragen. Das habe ich gemacht. Was denn die Stadt Plauen als Notfallkonzept hat? Ich habe den Herrn Zenner angeschrieben. Dreimal. Das letzte Mal habe ich jetzt angeschrieben mit Einwurf einschreiben, damit mir niemand sagen kann, er hat es nicht bekommen. Beim ersten Mal wurde nach 4 Wochen kam eine Antwort. Ich habe sehr dezidiert die ganzen Fragen aufgestellt. Und da kam als Antwort, ja, das sind ja sehr komplizierte Fragen und die gehen aber auch sehr in, wie nennt man das? Also hier so Geheimniszeugs, also es wäre viel zu geheim. Ich dachte, Moment. Das hat mich also dann bewogen, dann auch sofort wieder einen Brief zu schreiben und zu sagen, also wenn ein Notfallplan geheim ist, wird er wahrscheinlich im Notfall nicht ganz so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. So, Herr Zenner, und da jetzt ja relativ viele Leute hier sind, möchte ich Sie bitten, doch wirklich mal darauf zu antworten. Wie verhält sich die Stadt Plauen? Wie verhält sich der Vogtlandkreis im Notfall? Wie werden die Menschen hier unterstützt? Und zwar in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen. Also ich brauche keine Unterstützung, Herr Zenner. Um mich brauchen Sie nicht kümmern. Aber es gibt genügend Menschen, die definitiv Unterstützung brauchen. Hier frage ich nochmal alle. Wie wird die Stadt Plauen im Notfall ihre Bürger unterstützen? Herr Zenner, bitte antworten Sie, wenigstens jetzt. Ja, erst von meiner Seite vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns noch oft. Und ich möchte, dass das immer friedlich bleibt, weil das wird unsere Aufgabe sein. Solche Dinge, dass die friedlich bleiben. Danke. Bernd Ude, Tabakshop in den Kolonnaden, Plauen. Ich rede gerne, ich habe auch keine Scheu. Und Respekt, Anerkennung, Hochachtung, super. Ich habe zu meinem Sohn immer gesagt, Stefan, geht nicht, will nicht, das geht. Und wenn der Papa nicht wollte, dann ging es nicht. Das heißt also, im Umkehrsinne, ich bin kleiner Philosoph, wenn ich mit jemandem nicht reden will, dann kann ich mit keinem reden. Und wenn ich Außenminister bin, Außenminister, dann muss ich mit jedem reden. Und um jeden Preis. Und wenn ich sage, ich kann mit den Russen jetzt nicht reden, Frau Baerbock, dann muss ich gehen. Ich bin kein Außenminister. Frau Baerbock, Herr Habeck, Herr Hofreiter, ich würde ihn als apokalyptischen Reiter bezeichnen. Und nicht als Grüne, sondern als Tief- und Ultragrüne. Wie kann ich denn als Friedenspartei, wie kann ich denn als Umweltpartei dafür sein, 100 Milliarden für Rüstung, Vernichtung von Ressourcen und Weitertreibung des Krieges ausgeben. Wäre es doch nicht wichtiger und richtiger, wo ist die junge Frau, das für die Bildung auszugeben? Eine polytechnische, allgemeinbildende Oberschule. Eine Schule, wo jeder das lernen kann und letztlich das umsetzen kann, was er kann. Der eine kann reden. Der andere kann gut arbeiten, die Bauern. Und der dritte braucht eben eine Anleitung. Aber jeder in einer Gesellschaft, der von der Gesellschaft nimmt, muss auch der Gesellschaft geben. Ich
ich hatte schwer, wirklich schwer, mir zu erklären, in welcher Gesellschaft ich lebe. Es ist kein Sozialismus. Und wenn es Kapitalismus wäre, dann ist einer, der arbeiten kann und andere zum Arbeiten anleitet. Zum Beispiel ich wäre reich. Bloß was bin ich? Als kleiner mittelständischer Unternehmer. Je mehr ich arbeite, umso weniger habe ich. Das, was ich jetzt in die Heizung geben soll, das, was ich jetzt zur Haussanierung geben soll, das, was ich mir erarbeitet habe, das war meine Rente. Das ist nämlich weg. Und ich kriege nichts. Denn wann kriege ich denn was? Wenn ich nichts, wenn ich gar nichts mehr habe, oder? Und da muss ich jetzt überlegen, aber es sind Gedanken. Es sind Gedanken, Gedanken sind frei. Und das nehme ich jetzt. Ich komme als 58er-jähriger ukrainischer Flüchtling nicht aus den Kriegsgebieten, gehe in das volle Sozialsystem, gehe in Rente und kassiere, ohne je eingezahlt zu haben. Gesellschaft ist... Gesellschaft ist jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder nach seinen Fertigkeiten, aktiv zu sein, seine Steuern zu bezahlen und dann auch entsprechend dann zu fordern. Und nicht, es steht mir zu. Wie kann sich ein 33-Jähriger in meinen Laden stellen, den ich wirklich super Arbeitszeiten eingerechnet und so weiter. Ich muss doch nicht arbeiten. Stellt euch doch das mal vor, die ihr hier steht. Ich muss nicht arbeiten. Ich werde vom Sozial... Eine Gesellschaft existiert nur durch die Gesellschaft. Aber, ich weiß nicht, wo es herkam. Wenn ich kein Vaterland habe, wenn ich keine Familie habe, dann habe ich ja keine Verpflichtung. Dann bin ich wie das internationale Kapital. Meine Kosten lasse ich bezahlen und meine Gewinne sind meine. Was kümmert mich denn fremdes Land? Was kümmert mich denn der Krieg in der Ukraine? Ich verspreche den Ukrainern, der Deutsche, der dumme Deutsche wird bezahlen. Und es ist so gesagt worden. Und guck, na gut, das ist keine vorbereitete Rede. Aber ich bin Militär. Ich war auf der Grenztruppe, das wissen Sie auch, das habe ich gesagt. Und da war ich auf einer Veranstaltung, auch wichtig zu wissen, da sind alle, ich zum Ausländerfeind. Ich weiß ja nicht, wer mehr Ausländer, die wirklich gern haben. Und mit denen ich mich so halte, im Laden hat wie ich. Aber auch wieder das Problem, ich spreche mit Ukrainern, ich spreche mit Syrern, ich spreche mit Taubstummen. Weil ich will, weil will nicht geht, aber geht nicht. Geht nicht. Also nun meine Erfahrung mit einem syrischen Flüchtling, einem sehr netten Menschen, der hat mich jedes Mal gefragt, was sind das? Hülsen, das war ein ganz schweres Wort. Ich sage Hülsen. Wir haben uns immer mehr unterhalten. Also muss der Vertrauen zu mir gehabt haben. Ich habe gesagt, lerne die deutsche Sprache. Habe ich zu dem gesagt. Kümmere dich um einen Job, dann geht es ja gut in Deutschland. Das war ein Fehler. Dieser junge Mann, der eine Familie ist und das bestimmt ein guter Ausländer, was heißt guter, gibt gut und schlecht bei uns. Also jedenfalls huscht er letztens vor meinem Laden vorbei und merkt, dass wir unsere Blicke getroffen haben, fühlte sich dann angesprochen, zurückzukommen. Und ich sage, na, was ist denn? Ja, ich habe Arbeit. Und ich sage, und mir geht's gut. Und ich sage, na, warum sagst du mir nicht guten Tag oder was? Ja, meine Freunde sagen, warum er sich nicht um seine Familie kümmert. Er geht arbeiten. Er kümmert sich nicht um seine Familie. Er könnte das 24. Kind machen. Wir bezahlen's. Und wir bezahlen's. Aber wie gesagt, es gibt überall Gute und Schlechte. Und wenn jetzt auch von Asozialen oder so gesprochen wird, zur Definition, also wir leben in einem Asozialstaat mit einer riesen Verhinderungsdemokratie. Asozial, weil meiner Meinung nach, ich rede über meine Gedanken und meine, ich rede frei.
Es kann doch nicht sein, dass der arbeitet, dafür bestraft, verhöhnt, teilweise verlacht und diskriminiert wird. Es ist viel gesagt worden und meine Gedanken waren dann doch um die Reihe. Wir müssen endlich begreifen, in einer Demokratie gibt es nur einen Staat im Staate. Der Souverän, wir sind das Souverän, wir sind das Volk. Und wenn das Volk will, dass vom deutschen Boden nie wieder ein Krieg ausgeht, und das darf es nicht, muss das Volk das zum Ausdruck bringen. Wenn ich aufhören soll zu reden, müsst ihr sagen, ich kann das schlecht. Mein Großvater, Erich Meyer, genannt Deutschlandmeier. Warum? Er war das Doppelte für, wie ich und groß. Wurde eingezogen und war an der Ostfront, als Ordonnanz von Generalfeldmarschall Paulus. Jetzt sagt jeder, was ist denn Ordonnanz? Ein Stabsgefreiter, denn der war Friseur, sah gut aus und hat für den Herrn General die Stiefel in Ordnung gehalten, die Uniform geputzt, ihn rasiert, seine Feldflasche hinterher getragen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und Wachdienst gestellt. Ein Soldat. Ein Soldat, für den wir alle Achtung haben sollten, denn der macht, was ihm befehlen wird und der muss es machen. Und das ist noch keiner. Wer hat denn Hitler das Geld gegeben? Kennt ihr das Ding von John Hartwig? Die Deutsche Bank, Thyssen, IG Farben. Und hier auch nochmal die Frage mit dem Geld. Habt ihr gesehen, wie sich der Manager von Rheinmetall gefreut hat? Der konnte sich das nach überhaupt nicht mehr verkneifen, dass die 100 rumstehenden Panzer jetzt verkauft werden können. Zeug um die Umwelt, um unsere Ressourcen, um Menschen zu vernichten. Und Krieg an sich ist gar nicht so schlimm als Definition natürlich. Das ist die Fortsetzung der Politik mit gewaltsamen, mit anderen, mit zerstörerischen Mitteln. Ja. Also wie gesagt, ich bin gern bereit zu reden, aber es war mir wirklich wichtig, weil ich vielen meiner Kunden gesagt habe, wenn hier was ist, ich nutze die Chance und ich werde und ich will reden. Und ich muss reden. Einen großen Applaus. Ich will nur eins, dass ihr begreift, oder Sie begreifen, es gibt nur einen Souverän und das sind wir, das ist das Volk. Und was 1989 möglich war, da auch gegen meinen Willen. Aber ich habe mich dieser Situation gestellt und bin hier genauso zurechtgekommen und musste mehr machen. Danke. Danke vielmals. Danke bisher auch für eure Aufmerksamkeit und euer Dasein. Nochmal. Vielen Dank. Einen letzten wichtigen Beitrag jetzt erstmal. Ja, hallo, ich bin die Steffi aus Plauen. Ich habe hier gerade noch was entdeckt. Ich persönlich bin ja immer dafür, dass wir statt übereinander reden, miteinander reden, uns vernetzen und alle gegen die Spaltung was tun, aktiv tun. Ja, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Und jetzt lese ich mal was vor. Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage im Vogtlandkreis lädt uns alle zum 5. Abendessen der Begegnung ein. Und zwar am Freitag, diesen Freitag, am 2.9. um 17 Uhr auf den Altmarkt Plauen. Hier können wir mit den lokalen Politikern aus dem Sächsischen Landtag sowie den Stadt- und Kreisräten aus Plauen und dem Vogtland in entspannter und friedlicher Atmosphäre bei Essen und Trinken ins Gespräch kommen. Wir danken für die Einladung und wir werden gerne daran teilnehmen. Ich schon wieder. Wir wollen Danke sagen für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Und ich denke fast, wir sehen uns bald wieder.
Also ich hoffe das wirklich sehr, denn die Veränderung, von der ich vorhin gesprochen habe, geht bei jedem selbst los. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Wort heute hier ist Eigenverantwortung. Wir sind eigenverantwortlich für uns alle, wenn auch gemeinsam. Von daher, wer noch Gesprächsbedarf mit uns hat, bitte ansonsten kommt gut nach Hause und habt noch einen schönen Tag. Dankeschön. Wenn ihr dann jetzt so langsam nach Hause geht, nehmt nicht nur die Worte mit, denkt dran, das Forum für Demokratie und Freiheit steht euch offen. Suchen, finden und dort können wir auch diskutieren und gemeinsam die Dinge besprechen. Denn nicht alles muss hier auf einem Podium geklärt werden. Ich danke euch für euer Kommen. Das Forum für Demokratie und Freiheit bedankt sich bei euch. Danke, liebe Menschen. Oh,